Okay, weiter geht's. Dann kommen wir jetzt nochmal in die Höhle rein. Okay. Hef, du hast dich über den Tennisschläger aufgeregt. Guck mal hier, der hat gleich die Tennisbälle in den Magen. Jetzt nicht mehr. Ich habe sie ihm gerade operativ entfernt. Wird geladen. Mhm. Oh. Ja. Also hier ist die Karte unter Kompass. Warte mal. Was da jetzt kommt, wenn man weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Man hört's. Perfekt, dann haben wir jetzt K. Steht hier drauf. Die Haarspray, falls einer noch Haarspray haben braucht. Oh bitte, ich will mich doch frisieren. Ich muss mich doch schick machen. Oh. Ja, damit kann man ja schön hier Ameisen wegbrennen. Alkohol für Molotows. Yay. So. Ich geh jetzt einmal kurz rein. Weil hier geht's runter. Hier liegt noch Geld, sehr schön. Das hört sich so an, als wären die nicht weit weg. Der macht ganz schön Terror, ne? Na gut, wir sind quasi in ihr Lebensraum eingedrungen, ne? Oh. Ich höre es kommen irgendwie, oder? Oder täusche ich mich da? Die Frage ist wo, ne? Ich habe hier unten in der Höhle noch nie irgendeinen Gegner gehört. Ich gehe mal wieder hoch. Ja, da hinten ist, also wenn man ein Stück weiter geht, da ist nur ein Seil. Vielleicht sind die auch oben. Es könnte sich so anhören, als wären die hinter der Wand irgendwo. Wieder raus, ja, ne? Schwebt Tennisball in der Luft. Der ist hier oben direkt. Hier oben, zwei Stück, Vorsicht, wenn ihr rauskommt. Ich, ja. Super. Na gut, die waren ja nicht weit weg vom Dorf, da. Ja, der fällt schon wieder Bäume. Oh, ja. Ja. Ich hab's gesehen, Hilfe. Hier sind nicht nur einer. Weil der kannst du dich noch in Ruhe lassen, ich muss das Schwert Hör mal. Ist der schon wieder gekommen? Ich sterb mal wieder. Ich bin tot. Ich auch. Bin, glaube ich, gleich tot. Vielleicht sollten wir einfach hier weg. Ja, einfach weg, oder? Ja, aber lass dich bitte nicht liegen. Ich will gerne wieder heilen. Wo bist du denn? Ich lieg hier so rum. Ja. In welche Richtung? Ich sehe gerade nichts, ist mein Problem. Weil alles voller Blut ist. Richtung der Symbole und Fahnen, würde ich sagen, oder? Ja, ich renne jetzt mal hinterher. Aua. Ich seh kaum noch was. Ich folge euch jetzt gerade mal auffällig. Meine Ausdauer ist gleich leer. Ich werde verfolgt, ja. Ja, aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Nee. Oh Gott, sagen. Was sie wirklich aufgeben wollen, die auch nicht, ne? So, das, was jetzt Markus verfolgt hat, ist jetzt erstmal tot wieder. Achtung.
Da ist noch so eine. Bei mir ist gerade auch ein bisschen was voller Blut. Noch wie so viele Gegner in diesem Spiel. So, gut. Ich muss mich unbedingt mal desinfizieren gerade. Ach so, ja, stimmt, ne? Nee, im Blut, ja. Ja gut, wenn wir jetzt gleich zurück zum... Aber doch den See, da können wir doch drin baden. Das ist eigentlich der Plan jetzt gerade an der Sache, dass ich da jetzt erstmal, dass wir jetzt gerade zurückgehen. Es dürfte ja nicht mehr so weit sein eigentlich. Nö, die Symbole werden ja auch immer größer schon und weiter auseinander. Wenn du gerade keinen, wenn du keine Ausdauer hast. Ich hätte übrigens gerne den Rucksack, den die hier im Spiel haben. So viel Zeug, wie da reinpasst, erstaunlich. Wenn man das Inventar so aufmacht, also was da alles reinpasst, ist ja... Ja. Wir sind übrigens am Haus angekommen. Ja, ich auch. Ich suche gerade nur den See. Obwohl, ich kann auch da drin schwimmen gehen. Hey. Und schon ist man wieder sauber. Ey, wer hat das Feuer brennen lassen? Da ist doch schon, da sind doch schon wieder welche. Das hätte sonst was passieren können. Ja, gehen wir auch gerade. Mal kurz hier alle ein bisschen an. Ich bin tot. Hauptsache hängen nur Hände. Warte. Danke. So. Sorry, ich muss gerade ein bisschen auf meine eigene Energie achten. So ein bisschen. Ab ins Bett. Ja, das wollen wir mal wieder ein bisschen hell machen, ne? Ein bisschen Licht. Ich muss jetzt mal kurz baden gehen, ich bin nämlich auch voller Blut. Das Spiel nochmal kurz retten. Ja, bitte, ich rette das Spiel kurz mal. So, Spiel gerettet. Da war es wieder hell. Ach, ich habe keinen Speer mehr. Wir brauchen eigentlich Knochen und Schädel. Hm? Schädel und Knochen brauchen.
Vermutlich oben für die Lampe. Für den Leuchter. Ja, ich habe hier nochmal so ein. Hier sind noch immer ganz viele Knochen. Fertig. Na gut, Salz, was wir jetzt noch brauchen, ist viel Holz und Schildkrötenpanzer, ne? Zwei Stück. Ansonsten haben wir unten alles abgearbeitet. Von der kompletten Liste. Ich mache jetzt auch, weil ich bin jetzt auch Kannibale gewohnt. So. Wie kann ich eigentlich den Kompass wieder wegstecken? Vermutlich das gleiche wieder mit dem Feuerzeug, oder nicht? Ah, okay. So, jetzt gucke ich mal, dass ich mal pariere kriege hier. Was zu essen. Schnell weg von der Falle. Ich kenne mich. Ich höre doch schon wieder. Da ist doch schon wieder irgendwas unterwegs. Ich hatte nur ganz entfernt wieder so ein Viech gehört. Fällt. Komm auf den Hasen. Schade. Ich hätte fast noch mit dem Baum noch einen Hasen mitgenommen. Oh ja, hier oben steht einer. Ja, so ein etwas größerer, ja. Pass auf, Sabrina, bei dir müsste der irgendwo sein. Ja, der verkloppt mich gerade. Sogar mal echt Form, Mann. Ne? Ja. Oh, du hast. Hei. Ich glaube, der hat gerade dezente Probleme mit mir. Der Vorteil ist mit der Katana, dass man, dass sie ein bisschen schneller geht. Dass die Jungs schneller down sind. Er hat mich gerade angezündet, der Typ. Ja, ich wollte sagen, du rennst gerade ziemlich brennend da rein. Bis dein Bein mal weg ist. Wieso brenne ich denn jetzt schon wieder? Ich hab's mich gleich mit angezündet, ja. Na, ich hab dir ja, das. Ihr brennt beide irgendwie. Ich wollte doch nur die Rüstung haben. Hä? Aber ich wollte doch nur die Rüstung haben. Jetzt kann ich nicht schon. Oh, da wirft einer mit brennenden Tennisbällen. Ja, das. Hier.
jetzt schon. Ach, wem fährst Feuer, ne? Okay. Ich brenne mal, ich lieg mal wieder so ein bisschen dezent, sterbend am Boden. Danke. Ich muss mich mal wieder. Muss ich mal gerade dezent waschen. So.